So, jetzt etwas mal später. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Welcome to Summoner's Rift. Ich bin jetzt gerade etwas aufgehalten worden von meiner Schwester. Deswegen konnte ich jetzt erst anfangen mit der Aufnahme. Naja, ich habe jetzt circa eine halbe Stunde in der Queue gehangen, weil immer wieder irgendjemand verlassen hat. Aus welchen Gründen auch immer. Und ja, ich spiele hier gerade Kale Support mit einer Vayne zusammen. Wir haben einen Rammus im Lange, Shugas Mitte und Olaf Top. Ja, und die Gegner hier unten, die haben Kha'Zix, wahrscheinlich Top Morgana Mitte, Lee Sin im Jungle, Graves und Taric unten. Naja. Mal kurz gucken. Nee, gar nicht hier bei Video. Stabil, gut, passt alles. Minions have spawned. An eye for an eye. Graves und Taric, da sollten wir jetzt vielleicht nicht zu weit nach vorne gehen. Peanut Butter Jelly Time. Ist natürlich geil. Ja, noch zu der Hintergrundmusik. Ich muss mal kurz auf. Das sind alles Lieder bzw. Beats von Jamaican Beats. Ich denke mal, ich werde den. Scheiße. Ich denke mal, ich werde den auch noch in der Beschreibung erwähnen. Your time has come. Kacke hier, ne? Das regt mich auf. Das regt mich echt auf. An eye for an eye. Your time has come. Silver of the moon. Immer diese Frame-Einbrüche, ne? Who's next? Verdammt nochmal, ne? Ich hoffe mal, dass das jetzt im Laufe des Matches wieder aufhört. Weil ich sonst echt Probleme habe. Scheiß. Who's next? Das hat bisher immer perfekt funktioniert, ne? Und jetzt fängt es hier an mit dem Zusammenbrechen der Frame. Es regt mich auf. Und ich habe schon alles auf Scheißqualität stehen. Soll ich es vielleicht noch tiefer stellen, mein Gott hier. Lead me to battle. Ja, obwohl Graves eigentlich die Vayne countert. Ja, schön. Direkt First Blood und Double gemacht. Who's next? Into the fray. An ally has been slain. Scheiße. You have been slain. Hier läuft natürlich wieder alles flüssig, ne? Wenn ich tot bin. Ich verstehe es manchmal echt nicht. Soll ich mir jetzt holen, genau. Your time has come. Ja, die Lysien kommen da unten, obwohl keiner da ist. Sonst muss ich vielleicht gleich die Qualität auf ganz low stellen, wenn es so nicht klappt. I
enemy has been slain. An ally has been slain. Lead me to battle. You have slain an enemy. Na gut, das war ja wenigstens. Sorry, Vayne. Into the fray. Your time has come. Mit, keine Ahnung, zwischen 10 und 30 wechselnden FPS spielen. Was mich wirklich wundert, dass das immer so extrem lange dauert, bis das wieder umgeschaltet hat. So. An enemy has been slain. Oben ein Cushion setzen. Und da haben wir auch schon einen Ward, der eigentlich noch ziemlich frisch gesetzt ist. Das heißt, hat sich schon mal gelohnt. Upsala. Die Vayne steht jetzt 1-2 und dann steht jetzt 1-1. Ja. Who's next? Tatsächlich kapiert, ne? Dass da ein Vision steht. So, machen wir mal direkt den zweiten kaputt. Into the team has destroyed a turret. Killing an eye for an eye. Lauf. Weniger, ne? Lead me to battle. Obwohl, scheiße, der Typ kann ja healen. Ich vergaß. Ja, ich muss wirklich mal hier eine Runde holen. Weil diese Marke kann ich echt nicht haben. Aber jetzt hält die Frame wirklich stand. Into the frame. Beats hier von American Beats finde ich auch richtig cool zum Zocken, weil die sind nicht zu auffällig. Also die sind mehr so auf Hintergrundmusik spezialisiert, was ich auch wirklich gut finde. Und es steht 9-3 für unser Team. Das ist, fängt ja schon mal gut an. Nach den 20 letzten Matches, die ich mal wegen irgendwelchen scheiß Typen verloren habe, die null Skill haben. Sagen, auch wenn jetzt gerade die Frame von ein paar Sekündchen zusammengebrochen ist, ist es ja eigentlich ganz okay. Und nur, ich meine, nicht nur auf meine Range zu spezialisieren, die Top Tower ist weg. Unsere hat noch fast volle Leben. Jetzt gucken wir Sicherheit. Und Mitte ist es eigentlich noch recht ausgeglichen, obwohl es von den Kills her Shukas hat 3-0. Morgana 0-2. Lead me to battle. Rampage.
Who's next? Scheiße, habe ich jetzt schon wieder. Who's next? Das war ja wirklich super gesetzt. Naja. Kennst du das ja auch nicht mal defensiv. Also von daher, ich spiele die ja jetzt auch auf Attack Speed nachher. Von daher werden die zwei Kills werden nicht schaden. Olaf hat 4-1. Genau. Ja gut. Alle haben positive Stats bis auf Vayne. Das ist, passt ja super. So ein Ding und zwei Visions und Angel Tor. Your time has come. Woran ich nicht denken soll, genau, weil ich nicht vergessen darf, ist nachher die Mana Mune. Diese Mana kann mir ja nicht dauerhaft mit schön gemacht. Die kann die ja nicht dauerhaft mit tränken. An eye for an eye. Lead me to battle. Ja, weil guck mal, ich hab so keine Ahnung wie viel. Into the fray. Your time has come. An enemy has been slain. An ally has been slain. Lead me to battle. Wohin wollt ihr? Into the fray. Einsetzen. Nee, die wollte Blue machen. Tja, Morgana, Pech gehabt. Lead me to battle. Ein bisschen heal. Dann noch anfangen. Into the fray. Nee, komm hier, jetzt mal nur. An eye for an eye. Ohne 40 AP. Ja, woher kommt's wohl? Falsche Rune. An ally has been slain. Your time has come. Who's next? Ja, aber jetzt, ich denke mal, die Late Game Frage müssen wir eigentlich auch gewinnen. Was ist das von dem Reckoning? Seit wann heißt das Reckoning? Den Namen kann ich sowieso nicht merken. So klein ist. Who's next? Vielleicht sollten wir die Bane in der Mitte reinlassen.
for an eye. Aber 15 zu 6, ich kann mich nicht beschweren. Into the frame. Das kann man auch so extrem gut lasten. Lead me to battle. Who's next? Scheiße, ich wollte die schielen. Enemy double kill. Ach komm. 4-4-1. Into the fray. Ja, vielleicht hat man es auch schon gemerkt, aber ich bin heute alleine. Also ich spiele dieses Match alleine. Ja, noch schneller geht's vielleicht nicht, ne? Your time has come. Ja, aber ich denke, nächste Woche wird wieder ein Let's Play Together rauskommen. Also mit, keine Ahnung, Alex, dem Andy oder weiß ich wem. Into the frame. Wirkt aber gar nicht auf Minions. Da steht. Ach so, Attack the Champion. Natürlich. Who's next? Ja, schön. Ach, es gibt auch Leute, die nerven was vom Game. Time has come. An enemy has been slain. Nein, wen bitte stirbt. An ally has been slain. Ach, scheiße. Your time has come. Entschuldigung. Nicht verantwortlich mehr oder weniger. Lead me to battle. Wir fieden den Typen aber auch immer weiter, ne? Wie viel hat er jetzt eigentlich? 5-1. Killing spree. 6-1. Natürlich sehr schlau von denen. Wo komme ich denn mal an Attack Speed?
Ich frage mich schon extrem lange, ob das hier für Kehl auch gilt, weil die ja zum Teil Fern-, zum Teil Nahkampf ist. Naja, dann nehme ich jetzt einfach... Nehme ich den da am besten? Speed 30%. Na, dann hol ich mir mal das hier. Into the frame. Dann haben wir das Zorn. An ally has been slain. Has been slain. So, ja gut, die kommen ja auch, wenn sie wegkommen, überhaupt mit so wenig Leben davon. Das ist ja nicht Rede wert. An eye for an eye. You have slain an enemy. Lead me to battle. Tut mir leid, Olaf, aber das muss jetzt nicht sein. You have slain an enemy. Ja gut, der musste eigentlich nicht sein. Wollte ich eigentlich auch nicht. KS. Into the frame. Die haben alle nach Kale geschrien am Anfang. Ich habe gefragt, sollte ich Kale nehmen oder... Ich weiß schon gar nicht mehr, wer es sonst noch war. Also wer noch zur Wahl stand. Timo. Timo, genau. Timo oder Kale supporten. Sie haben alle nach Kale geschrien. Geschrien. Ich habe jetzt 20 fahren, da kann man sich jetzt auch nicht drüber beschweren. Nach 20 Minuten, 22 Minuten. Who's next? An enemy has been slain. An enemy has been slain. An eye for an eye. 15. Double kill. Schön. Your team has destroyed an inhibitor. Army fighter. Lead me to battle. -12 steht's. Und ich könnte jetzt mal wieder antworten gehen. Das ist echt nervig, ne? Vor allem, wenn ich jetzt dieses Ding hier nicht hätte, müsste ich mir jedes Mal jetzt neue Wards kaufen. Da hätte ich ehrlich gesagt gar keine Lust zu. Your time has come. Obwohl der Ward hier steht ja noch. Obwohl, der ist der von mir? Ja, ich glaube schon. Into the fray. Ja, aber wir haben auch einfach ein viel zu tanky Team dafür, dass die da was gegen machen können. Zumindest ernsthaft.
Urlaub ist hier, die Raum ist hier. A summoner has disconnected. Das war gar nicht bei uns im Dschungel. Na, es war auf jeden Fall Smite zu sehen, zu hören, zu was auch immer. Kommt jetzt auf den Typen hier. Mal wieder ein Rennen zu gewinnen, nicht immer mit irgendwelchen Typen im Team zu fahren, die nichts können und meinen sie Rampage. Hier irgendwie zu viel Scheiße rum. Ich mag Leute, die Push-Taktik kennen. A summoner has reconnected. Lead me to battle. Das bringt jetzt auch nichts mehr. Denn es kümmert sich keiner um die Botlane. Dann muss ich wohl da selbst hingehen. Your team has destroyed a turret. Doch, Olaf kümmert sich drum. Wenn ich schon mal auf dem Weg bin, dann kann ich auch direkt einen Ward hier vorbeisetzen. Your team has destroyed an inhibitor. Legendary. Komm ich hier genau richtig, ne? Double kill. Dominating. Killing spree. Dankeschön, Kale. Ohne mich hätte das nicht hinbekommen. Into the fray. Das Good Game kannst du Your team sparen. Has destroyed a turret. Jetzt ist zu spät. Jetzt will ich nicht mehr. Your team has destroyed a turret. Und ja, das Game next? Ist vorbei. Lalalalalala. Das ist halt so, wie ich wollte. Ich drehe mal gehen. Victory. Nein, ich habe das Lachen nicht mehr hinbekommen. Egal. Naja. Es war mal wieder, nach langen, vielen, verzweifelten Matches, war es ein schönes und gut gelungenes Match und ich sehe gerade, dass der Shogas es sogar geschafft hat, am Ende bis auf die Beschwörerplattform von denen zu gehen. Und ja, ich hoffe mal, dass es nächstes Let's Play wieder genauso gut wird, wenn möglich auch mit Andy oder Alex oder mit wem auch immer, mit wem ich zusammen aufnehmen werde. Und bis dann, ne?